Die Geschichte der Atombombe hat lange vor Hiroshima begonnen. Dieser wissenschaftliche Durchbruch gelang im 18. Jahrhundert. Damals entdeckte Martin Klaproth ein radioaktives Element, das als Füllung für eine Atomwaffe dienen sollte: Uran. Später untersuchten andere Wissenschaftler die Kernspaltung und gaben eine detaillierte Beschreibung davon ab. Leider dienten die Ergebnisse ihrer gemeinsamen Arbeit den Interessen des Militärs. Und das half, die Ziele zu verfolgen, die du genau kennst. Heute besitzen fast 15 Länder Atomwaffen. Ihre Regierungen haben es nicht eilig, sie loszuwerden. Und das Schlimmste ist, dass die Zahl der Atomwaffen sogar noch steigen könnte. Früher hat es Jahrzehnte gedauert, eine Bombe herzustellen. Heute kann man Atomsprengköpfe in Massenproduktion herstellen, wenn man Geld und die nötigen Technologien hat. Oder liege ich da falsch? Wer ist für das nukleare Gleichgewicht verantwortlich? Wie viele Jahre dauert es, eine Waffe zu entwickeln? Und wie wird eine Atombombe überhaupt gebaut? Dieses Video wurde nur für Bildungszwecke erstellt. Womit kann eine Atombombe gefüllt werden? Höchstwahrscheinlich ein Isotop von entweder Uran oder Plutonium. Aber wenn sich heutzutage jemand entschließt, ein Atomwaffenprogramm zu starten, wird er es sicher geheim halten wollen. Plutonium ist also keine Option. Dieses Element kommt in der Natur nicht vor, also kann man es nur mit einem Reaktor gewinnen und der lässt sich kaum im Keller verstecken. Die einzige Möglichkeit, die bleibt, ist Uran. Uran-238 ist das einzige Isotop, das nicht synthetisch hergestellt wird. Aber es ist für den Bau von Atombomben unbrauchbar. Um das benötigte Isotop Uran-235 zu erhalten, müssen wir natürliches Uran anreichern oder anders ausgedrückt, es verarbeiten. Woher können wir die Rohstoffe bekommen? Heute wird das Element auf der ganzen Welt kommerziell hergestellt und Uranpulver kann man kaufen. Und es wird Yellow Cake genannt. Einige Länder wie der Iran produzieren es, andere kaufen es von einem kasachischen Unternehmen Kazatomprom. Für einen Atomsprengstoff braucht man 50 Kilogramm reines Uran-235. Das sind mehr als 6,5 Tonnen Yellow Cake. Und wenn man bedenkt, dass eine Atombombe getestet werden muss, brauchen wir mindestens 3 Sprengsätze. Das entspricht 20 Tonnen Pulver. Aber der Kauf des Pulvers ist nicht die einzige Herausforderung. Wir müssen es irgendwie transportieren und einen Ort finden, um es zu lagern. Sagen wir in einer Nuklearanlage. Und wohlgemerkt, niemand sollte davon wissen. Der Iran zum Beispiel hat diese Aufgabe erfolgreich gemeistert und lagert seine Reserven in der prächtigen Stadt Isfahan. Touristen spazieren buchstäblich an einem Pulverfass entlang und wissen es nicht einmal. Allerdings besteht keine Gefahr, solange das Uran nicht angereichert wird. Was wird nötig, um Uran anzureichern? Anreichern bedeutet, seine Atome zu spalten und das benötigte Isotop U235 abzutrennen. Dafür muss das Uran eine enorme Geschwindigkeit erreichen. Wir brauchen ein Gerät, das sich zehntausende Male pro Minute drehen kann, also eine Zentrifuge. Es handelt sich um eine sehr ausgeklügelte Maschine, die aus vielen Teilchen besteht, die nicht so leicht zu finden sind. Die sogenannte Gruppe der Kernmateriallieferländer kontrolliert den Export der Ausrüstung, einschließlich der Teile der Zentrifugen. Es gibt aber auch eine Lieferkette unter dem Ladentisch. Da der sogenannte Schwarzmarkt aber nicht sehr zuverlässig ist, haben einige Länder ihre eigenen Wege entwickelt, um an die Ausrüstung zu kommen. Nordkorea zum Beispiel eine Briefkastenfirma in China, Shenyang Aircraft Group Dandong Import und Export Co. Ltd. Dieser Zungenbrecher war fast völlig identisch mit dem Namen einer chinesischen Anwaltskanzlei. Durch die Verwechslung konnte Nordkorea die Teile unbemerkt importieren. So viel Aufwand für nur eine Zentrifuge? Dabei braucht man Tausende davon, um Uran anzureichern. Zusammen bilden sie eine Art Kaskade, durch die sich das gasförmige Uran bewegt. Okay, nehmen wir mal an, dass dieser mühsame Prozess irgendwie beendet werden konnte. Der Job ist erledigt. Wir brauchen ein Jahr, um 50 Kilogramm Uran für eine Explosion zu bekommen. Und das nur, wenn wir die Möglichkeit von technischen Pannen, Unfällen oder einem banalen Computerwurm ausschließen. Wie zum Beispiel Stuxnet. 2010 verursachte es Probleme mit Hunderten von iranischen Zentrifugen und verlangsamte die Leistung des gesamten Systems erheblich. Aber selbst wenn du die richtige Menge an angereichertem Uran hast, aber sonst nichts, ist das eine Sackgasse. Du brauchst eine Struktur, in die du alles einbauen kannst,
Wie lange dauert es, eine Atombombe zu entwerfen und herzustellen? Das ist John Costa Malm, ein LKW-Fahrer aus Wisconsin. Außerdem ist er als der Mann bekannt, der die Bomben Little Boy und Fat Man baute, die Hiroshima und Nagasaki zerstörten. Costa Malm verbrachte 19 Jahre lang damit, an den detaillierten Entwürfen zu arbeiten. Bei beiden Bomben handelte es sich um Implosionsbomben. Sie enthalten eine Kugel aus angereichertem Uran und konventionellem Sprengstoff, der um sie herum platziert wird. Der Zünder löst eine Reihe von kleinen Explosionen aus, die gleichzeitig stattfinden. Unter deren Einfluss zieht sich die in der Mitte befindlichen Kugel zusammen und erreicht ihre kritische Masse. Das Ergebnis ist eine gewaltige Explosion. Ein kleines Team moderner Wissenschaftler, die Erfahrung in Physik und Technik haben, kann eine solche Bombe innerhalb weniger Monate entwerfen. Nachdem die Entwürfe fertig sind, kommt jetzt der gefährlichste Teil, die Produktion. Die ganze Zeit über ist das angereicherte Uran in einem gasförmigen Zustand geblieben und wir müssen es in Metall verwandeln. Dazu verwenden die Wissenschaftler Wasser, Flusssäure und Magnesium. Dann muss das verarbeitete Metall in die gewünschte Form gebracht werden. Wenn es sich um eine implosionsartige Waffe handelt, besteht diese Form aus zwei Halbkugeln. Es ist wichtig, dass du alles sorgfältig machst. Denk daran, dass das Spiel mit dem physikalischen Zustand von Uran ein sehr hohes Unfallrisiko birgt. Ich meine damit natürlich keine groß angelegte Atomexplosion, aber doch eine ziemlich große. Das Labor wird zerstört werden. Und die Menschen, die an dem Ding arbeiten, die werden wahrscheinlich eine tödliche Strahlendosis abbekommen. Und das ist erst der Anfang vom Ende. Was machen wir mit der Bombe, wenn sie fertig ist? Bevor wir Atomwaffen einsetzen, müssen wir sie testen. Heute würden diese Tests unterirdisch stattfinden. Nur so können wir verhindern, dass sich radioaktiver Niederschlag ausbreitet. Wir müssen also ein riesiges Loch graben oder eine verlassene Mine finden. Aber selbst wenn wir das tun, bleiben die Explosionen nicht unbemerkt. Auch wenn es keinen Atompilz geben wird, wird die unterirdische Explosion dennoch Aufmerksamkeit erregen. Die Organisation des Vertrages über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen mit Sitz in Wien überwacht globale Netzwerke von Seismographen und Geräten zur Identifizierung von Radionukliden. Sie können selbst die kleinsten nuklearen Explosionen aufspüren. Es gibt also keine Möglichkeit, Sanktionen und Strafen zu vermeiden. Dieses Schicksal ereilte auch Nordkorea. Als das Land seine ersten Atomtests 2006 durchführte, verhängte die UNO Sanktionen, die zu einem erheblichen wirtschaftlichen Rückgang führten. Allerdings hat kein Land jemals seine Atomwaffenbestände aufgrund der Sanktionen vernichtet. Die Wirksamkeit dieser Strafmaßnahmen scheint der Kampffähigkeit eines Moskitonetzes zu entsprechen, das gegen einen bengalischen Tiger eingesetzt wird. Viele Länder besitzen Atomwaffen, aber das Letzte, was ihre Regierungen wollen, ist, sie tatsächlich einzusetzen. Wovor wir uns wirklich in Acht nehmen müssen, sind die Konzerne. Heutzutage sind sie mächtiger als viele Staaten und können mit Regierungen kriegsführender Länder zusammenarbeiten, ein eigenes Spiel spielen. Ist dir schon mal aufgefallen, dass bei traurigen Geschichten über das Ende der Menschheit immer ein Logo im Hintergrund zu sehen ist? Reddle. Wir sind eine kluge und gebildete Community mit über 10 Millionen Abonnenten weltweit. Wir können nicht so tun, als ob nichts passiert wäre. $1 von jedem von euch sind 10 Millionen Dollar, um der Ukraine zu helfen, sich gegen das Böse zu wehren. Du kannst helfen, die russische Invasion in das unabhängige europäische Land zu stoppen. Millionen von Zivilisten verstecken sich aktuell in Luftschutzkellern, während ihre Häuser von Putin zerstört werden. Handle jetzt. Unterstütze die unabhängige Ukraine.